Willkommen, Heinrich. Heinrich, schön, dass du da bist. Viel Glück und Gesundheit, Heinrich. Beste Grüße. Ich hätte ein paar Fragen an dich, Vogt, wenn es dich nicht stört. Gab es hier in letzter Zeit Ärger? Und was geht dich das an? Gab es Beschwerden? Wer hat dich geschickt? Niemand hat sich beschwert, obwohl ich neugierig wäre, wie du darauf kommst. Herr Ratzi schickt mich. Es heißt, hier würden zwielichtige Gestalten ihr Unwesen treiben. Verzeih mir, aber was zum Deivel kümmert das Herrn Ratzi? Und ich höre dasselbe von Herrn Sebastian, dessen Nase hat in dieser Sache auch nichts verloren. Herr Sebastian? Wer ist das? Sebastian Baron vom Berg. Er steht unter dem Kirchenrecht und soll uns gegen die Unruhen im Land schützen. Wieso soll er sich um die Stadt kümmern? Dafür ist er doch gar nicht zuständig, oder? Wohl wahr. Ich bin für die Stadt verantwortlich. Aber ständig sagt er mir, hier gingen Halsabschneider um und ich solle wachsamer sein. Eine Frechheit ist das. Ihr habt ein Gasthaus und die Reitwege führen hier durch. Gewiss suchen viele Reisende Arbeit und ein paar von ihnen haben sicher das Herz eines Gauners. Wohl wahr. Ein, zwei Tumulte gab es schon. War ein schönes Stück Arbeit, die Ordnung wiederherzustellen. Hat sich so etwas in letzter Zeit ereignet? Nein, es war ruhig in letzter Zeit. Aber lass mich nachdenken. Kann mich an nichts dergleichen erinnern. Sucht niemand Arbeit als Geleitschutz oder etwas Ähnlichem? Von der Sorte gibt es immer welche. Aber wenn sie nichts finden, ziehen sie weiter. Mir kam zu Ohren, in Sasau gingen Presser um. Wenn sie Ärger machen, könnten sich die Leute beschweren. Denkst du, ich bliebe untätig, wenn Leute sich bei mir beschweren würden? Unsinn! Der alte Ledermann ist der Einzige, der sich beklagt. Aber dem schenke ich keine Beachtung. Und worüber beklagt sich dieser Ledermann? Ledermann ist unser Gerber und wohnt beim Steinbruch, wo sich ein paar Jungspunde gern raufen. Sie schlagen sich dort und dich kümmert das nicht? Wieso sollte mich das kümmern? Besser dort als in der Schenke. Immerhin zerlegen sie dort nichts außer einander. Und ein paar meiner Männer gehen manchmal hoch und haben ein Auge darauf. Kamen dir Gerüchte über Fremde in der Stadt zu Ohren? Leute, die sich seltsam benehmen? Nichts, was der Rede wert wäre. Sicher wird über den Müller geredet, dass Leute ihn dies und das tun haben sehen oder Leute ihn des Nachts besuchen würden. Aber er hat nie was getan. Er ist ein anständiger Kerl. Für einen Müller. Ich werde ihn fragen, ob er etwas gehört hat. Er wohnt auf der anderen Seite des Flusses, beim Sumpf. Aber mach dir keine Hoffnung. Ob er dir helfen kann, ist fraglich. Hab Dank, Vogt. Guten Tag. Möge Gott dich behüten, Heinrich. Ja, aber wie ich höre, grämt dich etwas. Geht schon besser. Muss was Falsches gegessen haben. Ich meinte, du hast dich über Lumpen beschwert, die hinter deinem Haus Krach schlagen. Jawohl. Die sind mir ein Dorn im Auge. Und wie ich ihnen gesagt habe, sie sollen sich woanders kloppen, haben sie mich fast zu Brei geschlagen. Wann kommen sie her? Fast jeden Abend. Jeden gottverdammten Abend. Brüllen und johlen, bis die Nacht hereinbricht. Und dann gehen sie.
Wahrscheinlich ins Wirtshaus. Wie viele Krawallmacher sind es? Was weiß ich. Aber die machen Krach wie eine Herde Wildschweine in der Brunftzeit. Und sie sind alle auf dich los? Jawohl. Haben mich ordentlich verdroschen. Und es unternimmt niemand etwas dagegen? Ich war beim Vogt, aber den kümmert's einen feuchten Dreck. Unter seinem Fenster ist ja kein Radau. Also ist's ihm gleich. Einen tollen Vogt habt ihr hier. Eine Vogelscheuche sorgt für mehr Ordnung. Ich könnte mich um sie kümmern. Nun ja, du siehst aus, als könntest du Berge versetzen, aber die sind ein paar und du bist nur einer. Vielleicht kann ich das mit ihnen friedlich klären. Vielleicht. Und dir treten sie vermutlich nicht gleich in den Arsch. Vielleicht kann ich sie zur Vernunft bringen. Es müssen keine Fäuste fliegen. Hals und Beinbruch, Junge. Oder lieber nicht. Aber wenn du es schaffst, belohne ich dich. Keine Sorge. Heinrich, schön, dass du da bist. Möge Gott dich behüten, Heinrich. Beste Grüße. Hast du in letzter Zeit etwas Verdächtiges bemerkt? Und was verstehst du unter verdächtig? Hat sich jemand nach harten Kerlen umgesehen? Nach Söldnern oder wie? Ja. Da haben ein paar in der Ecke gesessen, zweimal die Woche. Und ein paar scheel ausschauende Gestalten sind dann hier ein und aus. Ärger haben die mir aber keinen gemacht. Und was wurde aus ihnen? Weiß nicht. Kam irgendwann nicht mehr und seitdem habe ich sie nicht mehr gesehen. Dir kam nicht zufällig zu Ohren, wohin sie gingen. Wie denn? Willkommen. Sind einfach nicht mehr gekommen und Punkt. Und wo glaubst du, treffen sie sich jetzt? Was weiß ich? Bin nährbarer Schankwirt, kein Klingenwedler. Vielleicht in einem anderen Wirtshaus oder bei Mondlicht in den Wäldern. Weiß der Teufel. Haben Sie irgendein Erkennungsmerkmal? Unstillbaren Durst? Die saufen wie die Löcher. Außerdem sehen sie wie Raubeine aus, mit dichten Bärten und schmuddelig. Und sie bleiben meist unter sich. Das ist keine große Hilfe. Was haben Sie getrieben, wenn Sie zusammensaßen? Gesoffen. Und gewürfelt haben Sie. Jawohl, hatten immer Würfel auf dem Tisch. Sie hatten also Gefallen am Würfelspiel? Und wo könnte man hier spielen? Überall, wo es Schnaps und Würfel gibt. Obwohl, jetzt dämmert's mir, dass ich Simon nie mit denen gesehen hab. Eigenartig, er hat einen Riecher für besoffene Spieler, bei denen es was zu holen gibt. Simon wer? Ach, der junge Müller von der Katziker Mühle. Die Nachbarn sagen ihm dauernd Schwarzhandel nach, aber wer weiß. Vielleicht hat er nur eine Ader für gute Geschäfte. Du wüsstest nicht zufällig, wo ich hier unehrbares Volk finde? Was willst du von solchen Leuten? Man würde sich über dich das Maul zerreißen. Sie wissen Dinge, die die ehrbaren Städter nicht wissen. Da stimme ich dir zu. Also Henker haben wir keinen, nur einen Schinder. Komischer Kauz. Ein Schinder eben. Und es gehen seltsame Geschichten über den Müller Simon um. Aber ich glaube, das ist bloß Neid. Was kannst du mir über den Schinder sagen? Ehrbare Leute reden nicht über ihn. Murkst mit Kadavern rum. Ich hatte gehofft, etwas mehr zu erfahren. Was kümmert mich der? Er wohnt in dem Haus bei der Kirche. Das ist alles, was ich weiß und sagen werde. Was kannst du mir über Simon sagen? Nicht viel. Ihm gehört die Katziker Mühle und in der Nacht sollen sich Langfinger bei ihm treffen. Aber gibt es nicht über jeden Müller solche Geschichten? Ich glaube nicht, dass er ein Sünder ist. Aber wer weiß. Sonst noch etwas? Er ist nicht immer bei der Mühle. Ist ein emsiger Kauz, hat immer ein Geschäft am Laufen.
Und die Würfel haben es ihm angetan. Besonders wenn er einen fetten Beutel bei jemandem sieht, der zu viel gesoffen hat. Danke für die Hilfe. Gern, aber warum die Eile? Bleib doch auf den Humpen oder einen Happen. Ich hoffe, ich kann dir zu Diensten sein. Bist du der Schinder hier? Ich bin der Totengräber. Und wenn's keine Begräbnisse gibt, kümmere ich mich auch um die Scheiße und Kadaver. Du weißt bestimmt vieles, was andere nicht wissen. Bin anständiger Kerl. Nicht immer ehrlich, aber anständig. Ist hier etwas Verdächtiges im Gange? Und wie? Stell dir vor, Kerzen werden aus der Kirche gestohlen. Schamlos. Wer tut denn sowas? Ah. Aber du hast nichts über Leute gehört, die Abenteurer und Banditen anwerben. Wie soll ich sowas hören? Die meisten Leute gehen mir aus dem Weg. Ich gehe auch kaum noch ins Wirtshaus. Und was ist in Sasau in letzter Zeit so passiert? Nichts Interessantes. Dieses Miststück wurde abgeschlachtet. Aber sonst... Was? Wer war sie? Jemand von hier? Und das nennst du nichts Interessantes? Ah, ich meine eine Hündin. Ist schon ein Weilchen her, dass ich sie wegschaffen musste. Was ist passiert? Sie sah aus, als wäre sie zerhackt worden. Die Leute hatten Angst, dass es ein Dämon war. Aber ihr rückte wohl eher einer mit Schwert oder Axt auf die Pelle. Und warum würde jemand so etwas tun? Wer weiß. Vielleicht hat jemand wo rumgeschnüffelt, wo er nichts verloren hatte und die Hündin ist auf ihn los. Hab gehört, dass sie sich im Kloster um einen Kerl mit Hundebissen gekümmert haben und ihn wegen dem gebrochenen Bein da behalten. Vielleicht ist er das. Danke, ich muss jetzt los. Na gut, aber du bist stets willkommen. Die Leute meiden mich, es sei denn, es geht um den Tod oder eine volle Senkgrube. Wie geht es dir, Heinrich? Ein Bier. Gott segne dich. Was kann ich für dich tun?
Ich suche nach ein paar Leuten, über die du etwas wissen könntest. Wenn sie hier einkehren, vielleicht. Aber bei einer Garnerei helfe ich dir nicht. Mir kam zu Ohren, dass ein paar harte Kerle hier Leute anwerben. Haben sie hier gespeist? Oder etwas ausgeheckt? Es gab da ein paar Zänker, die sich hinter der Schenke prügelten. Sie haben so einen Lärm veranstaltet, dass ich mich beschwerte und die Stadtwache sie vertrieben hat. Die habe ich nicht gemeint. Ich suche nach Leuten, die immer wieder Söldner und Halsabschneider anwerben. Davon weiß ich nichts. Alle heiligen Zeiten heuert ein Händler eine Eskorte oder Gehilfen an, aber nichts weiter. Und regelmäßig kommt keiner. Das würde mir auffallen. Weißt du zufällig, wo die Raufbolde stecken, über die du dich beschwert hast? Nicht den blassesten Schimmer. Bin nur froh, dass ich sie los bin. Haben die Pferde in den Ställen verschreckt. Du weißt nicht zufällig etwas von Schurken in der Stadt. Mir kamen schon ein paar Geschichten zu Ohren. Aber ob sie wahr sind, weiß ich nicht. Manche hören sich auch einfach gern selbst reden. Und über wen gibt es die meisten Gerüchte zu hören? Müller Simon. Es heißt, er wäre stinkreich, aber dass das Geld nicht von der Mühle käme. Humbug. Die Leute wissen nicht, was eine Mühle einbringen kann. Sonst noch etwas? Ja, der Schinder soll den Leuten böse Blicke zuwerfen. Zum Beispiel denen, die nicht in der Gunst des Vogts stehen. Aber das ist bestimmt nicht das, was du hören wolltest. Hab Dank, Wirt. Gerne. Kann ich dir etwas zu essen oder trinken anbieten? Wie ich höre, geht's hier nicht so lebhaft zu wie einst. Das würde ich nicht sagen. Die Gäste sind immer heiter, wenn's was zu trinken gibt. So meinte ich das nicht. Übrigens hörte ich, ein paar Stallburschen hätten hier ein Weilchen gastiert und nach Arbeit gesucht. Aber da es zu lange dauerte, machten sie Ärger. Ja, aber das ist nichts Neues. Die Sache ist die, es kommen nicht viele Pferdewagen durch. Die Leute fürchten sich vor weiten Reisen, weil Halsabschneider sie erledigen oder, Gott bewahre, ihr Wagen von einer Armee eingesackt werden könnte. Also gibt es weniger Reisende. Und die, die kommen, sind bestimmt nicht alle ehrbar. Jeder ist hier willkommen. Die Leute bleiben oft eine Nacht, manchmal in Begleitung. In den letzten Wochen hat hier nur einer Ärger gemacht, der ohne zu zahlen abgehauen ist. Er verschwand? Einfach so? Nun, er meinte, er hätte sein Silber an den Müller verloren und dass er ihm einen Besuch abstatten müsse. Nur kam er nie zurück, ließ sein ganzes Zeug hier. Hast du die Sachen noch? Natürlich nicht. Hab alles verkauft, als er nicht wiederkam. Und der Käufer ist auch fort, bevor du fragst. Der Verkauf hat kaum was eingebracht. Nicht mal seine Schulden hat er gedeckt. Helft eure Nächsten, hieß es. Wochen sind's jetzt. Er braucht nur etwas Schlaf. Toll. Ich bekomme die Schicht mit den ganzen Krüppeln. Thomas und Pavel kauen sich selber noch.